IWA 2023 und natürlich darf mein Besuch bei Tasmanian Tiger nicht fehlen. Und ich mag dir die zwei Produkte vorstellen, die mich am meisten beeindrucken und auch einen Einsatz bei mir haben. Und zwar das Tech Pouch 8.1, das Hüftgurt Tech Pouch und den Survival Bag, ein Go Bag, schauen wir es uns doch gemeinsam an. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Eine große Tasche, ein Survival, ein Go-Bag. Werden wir uns anschauen, was das konkret bedeutet. Und dieses Teil hier. Fangen wir mit dem Tech Pouch 8.1. Ich nenne dann ab jetzt wirklich den Hüftgurt Tech Pouch an. Klassischer Tech Pouch, so wie wir das von Tasmanian Tiger kennen. Das heißt, wir haben jetzt hier diese modulare Systematik. Kannst hier jetzt Molle einbringen oder eben mit Glätt zur Verfügung stellen. Dann haben wir hier im Frontbereich flexible Bänder, ja, eine Netztasche, das heißt, man sieht, was in der Tasche eingepackt ist, wieder sehr nett gemacht. Hier sind so kleine Schlaufen mit eingenäht rundherum, das heißt, man könnte auch mit Flexicord arbeiten, um hier Ausrüstung anzubringen. Also standardmäßig hohe Qualität, auch so gemacht, dass hier in diesem untersten Bereich kleine Ausrüstungsgegenstände, die vielleicht rausrutschen können, liegen bleiben und nicht rausfallen. Also es klappt sich nicht komplett auf, sondern ja, macht auch meiner Meinung nach bei so einem Hüftdingsbums auch Sinn. Warum ich auch den hierher zeige, werde ich dann nachher beschreiben. Das hängt nämlich auch mit diesem Go-Bag, mit diesem Survival-Bag zusammen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, das Ganze mollemäßig zu an irgendwelche Taschen zu poppen, und du hast hier zwei solche kleinen Teilchen, die werden wir dann brauchen, diese Schlaufen werden wir dann brauchen, um das auf das Go-Bag, auf dieses Survival-Bag drauf zu bringen. Ja, dann eben Hüfttasche, sowieso und überhaupt, wie wir es kennen. Also das ist mal Tech Pouch 8.1, das Hüftgurt Tech Pouch. Hier jetzt das neue TT Tasmanian Tiger Survival Bag, ein Backel, ein Notbackel, ein Alarmbackel oder wie auch immer du das nennen magst, mit der Idee, dass zum Beispiel im Fahrzeug oder daheim oder in irgendeiner, ich sag jetzt mal, Reisesituation immer mit dabei zu haben und deine Survival-Ausrüstung mit einem Griff mitzunehmen. Schauen wir es uns mal an. Schauen wir uns den Frontbereich an. Wir haben jetzt hier zwei Taschen. Ja. Ah, da sind ja Geschenke drin. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich hier auf der IWA Schaumaterial. Das heißt, man könnte jetzt hier, das geht sich locker aus mit diesen Knicklichtern. Das passt alles. Da ist sogar noch ein bisschen Platz für etwas mehr. Also das schaut einmal ganz gut aus. Hier haben wir dann zwei Haken. Diese Haken hier, die braucht man dann nachher, um zum Beispiel noch andere Ausrüstung anzubringen. Aber dazu später. Klettfläche für Pouches. Hier jetzt einfach. Hier im Frontbereich, da geht auch einiges rein. Das ist nur an einer Stelle mit einer Klettfläche gesichert. Das bedeutet, ich würde da jetzt keine Kleinteile reinpacken, aber ja, auch hier, da sind dann Flexibänder. Gibt auch die Möglichkeit, diesen Tragegurt hier drinnen zu verstecken. Das passt auch alles sehr, sehr gut. Der ist aber angenäht, oder kriegt man den raus? Nein, der ist angenäht, also den musst du, wenn dich der stört, hier in diesen Teil mit reinpacken und dann ist er weg. Beziehungsweise, wenn du das ganze Teil nicht als Rucksack benutzen willst, sondern als Tasche zum Abziehen, dann hast du hier die Möglichkeit. Seitlich haben wir hier bei diesem Survival Go Bag keine Molle, das ist hier nicht vorgesehen. An der Unterseite haben wir eine Regenhülle, einerseits im Survival Orange, oder wenn du sagst, ich will getarnt sein, dann kannst du es natürlich von der anderen Seite drauflegen und dann ist es unsichtbar. Den Rucksack gibt es in unterschiedlichsten Farben, so wie wir das von TT kennen, auch in Oliv. Schau dich einfach um, ich gebe da unten einen Link, wo du das Teil kriegen kannst, und wissen wir dann etwas mehr. Lässt sich auch gut verstauen, trägt nicht auf, alles sehr schön gemacht. Hier an der Unterseite sind auch zwei Schlaufen eingebracht. Werden wir sehen, vielleicht gibt es irgendein Anwendungsgebiet dafür. So schaut das auf jeden Fall aus. Gut, machen wir mal auf. Dieser Rucksack ist komplett zu öffnen. Das heißt, du hast zwei Seiten, hast direkten Zugriff zu allen Taschen. Das hier ist alles im Standardlieferumfang mit dabei. Diese Netztasche, die kann man runternehmen und die anderen sind fix vernäht. Hier kannst du jetzt
Hier zum Beispiel haben sie beispielsweise Erste-Hilfe-Ausrüstung reingegeben vom Tasmanian Tiger. Hier für die IBA als Schaumaterial, was auch immer du brauchst, Orientierungsdinge, hier Fishing-Kit, Leinen, Reparaturmaterial. Kommt ganz darauf an, was du machen willst. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, hier über die Molleklettfläche, über dieses modulare System andere, wie zum Beispiel Waffensysteme oder wenn du Magazine oder sowas, wir sind halt keine Kämpfer, uns ist das egal, mit einbringen. Seitlich außen sind Schlaufen angebracht, das heißt, du könntest hier auch Flexicord mit einbringen. Wenn du irgendwelche Ideen hast, schreib mir das gerne als Kommentar dazu. Gut, was haben wir hier? Auch wiederum zwei Taschen, da haben die Ersatzkleidung reingebracht. Naja, weiß nicht. Was hast du für Ideen? Was könnte in so ein Go-Bag reinpassen? Schreib es mir gerne als Kommentar. Hier jetzt Trink. Also du hast hier einen Becher mit einer Nalgene-Trinkflasche. Das geht sich platzmäßig auch aus. Also für alle Möglichkeiten ja, sind hier gegeben. Und warte mal. Auch für den Bushcraft Beaver, billige Eigenwerbung, ist Platz hier. Wir haben sie ein Fire Kit mit eingebracht. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr lieb, dass Tasmanian Tiger die Taschen so anpasst, dass auch meine Messer hineinpassen. Also da fühle ich mich jetzt wirklich mehr als geehrt. Nein, Spaß beiseite. Geht sich alles aus? Modularer Aufbau. Ja, schauen wir nach hinten. Außen gibt es dann noch im Frontbereich diese kleinen netten Schlaufen, das kennen wir immer wieder auch von den Techpacks bei Tasmanian Tiger. Auch hier könnte man Flexicord mit einbringen oder andere Ausrüstungsgegenstände anbringen. Liegt natürlich an dir und das gefällt mir bei TT so gut. Sie geben dir einfach Möglichkeiten und du machst das draus, was du einfach draus machen willst. Es ist auch die gehasste Trinkblase einbaubar. Ich habe schon viele Videos gemacht, ich mag die Dinger nicht, aber es gibt eine große Fangemeinschaft und auch eine Trinkblase ist einbringbar. An der Rückseite, wie du siehst, du kannst das als Rucksack benutzen. Leicht gepolstert, also jetzt nicht im Tragesystem, so wie man das von anderen Tasmanian Tiger Produkten kennen, aber wenn du einen Essential Pack im Einsatz hast, dann wirst du mit dem hier zufrieden sein. Das ist genau dasselbe Prinzip. Kannst du hier hinten in dem Fach verstecken. Das heißt, hier mit einbringen und damit machst du deinen Rucksack zu einer Tragetasche und genau das ist die Idee. Daher gibt es auch diese Schlaufen für außen, zum Beispiel um das in einem Fahrzeug zu verstauen. Ich habe mit Tasmanian Tiger gerade geredet, vielleicht in einem Panzer oder in einem anderen Militärfahrzeug, aber klar, Tasmanian Tiger ist ein Militärausrüster und deswegen denken die halt auch in diesen Dimensionen. Muss aber auch hinzufügen, vielleicht ist auch für den einen oder anderen Survivalisten das hier eine Möglichkeit, ein Go-Bag zu kreieren, hochwertig, modular, anpassbar. Und ich hätte es fast vergessen, hier außen gibt es auch noch die Möglichkeit, diese Knicklichter mit anzubringen. Im Militärbereich sicherlich eine gute Sache. Von allen Seiten zugreifbar, das heißt, du kannst es so verstauen, du kannst es von oben verstauen, jederzeit zugreifen und rausnehmen. Und das, was ich jetzt fast vergessen hätte, du kannst dieses nette, wunderbare 8.1 Hüftgurt-Pouchy mit diesen Schlaufen, die ich vorher genannt habe, hier einhaken. Das heißt, einmal und noch einmal. Tasmanian Tiger, ich habe mit dem Entwickler gesprochen und er meinte, weil es halt ein militärischer Einsatzgebiet ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit hier Magazine anzubringen, irgendetwas von den Plattenträgern. Also alle Tactical Guys unter euch werden natürlich wissen, was damit gemeint ist. Könnt ihr es hier noch einmal fixieren und festmachen und dann sitzt, passt und wogelt, wie man in Österreich sagt. Ja, das war's jetzt von meiner Seite. Es gibt natürlich bei TT viele, 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 viele andere Neuheiten, die aber für mich, weil ich ein untaktischer Mensch bin, natürlich nicht so interessant sind. Das sind die zwei Teile, die ich gut finde, nämlich das Survival Pack und ja, die nette Kombination dazu. Schreib mir gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Die Teile wird es jetzt dann in der nächsten Zeit geben. Schau also vorbei. Ich werde versuchen, einen Review zu machen, das Ganze auch wirklich draußen im Bushcraft-Areal auf Waldo Labbadie zu testen. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr gern. Dein Rainer Rossmann von der IWA 2023. Bis dann und ciao, ciao.